Ein gewaltiger Planet umkreist auf enger Umlaufbahn und mit hoher Geschwindigkeit eine ferne Sonne. Mächtige Feuerstürme aus heiß brennenden Gasen jagen wie Schauer über den gewaltigen Wandelstern. Eine Welt, beherrscht von sengender Hitze. In den letzten Jahren entdeckten Astronomen in der Tiefe des Weltalls immer mehr Fixsterne, die von ähnlichen Gasplaneten begleitet werden. Doch die meisten der fernen Sonnensysteme unterscheiden sich außerordentlich von dem, in dem wir leben. Existiert im Weltall eine Gruppe von Himmelskörpern, die der Planetenkonstellation um unsere Sonne vergleichbar ist? Gibt es im Universum eine andere Erde? Die Spezies Mensch wurde auf dem Planeten Erde geboren. Die Weltbevölkerung wuchs auf mehr als 6 Milliarden an, ist hochentwickelt und brachte fortschrittliche Zivilisationsformen hervor. Wissenschaftler begannen die Suche nach Leben im All mit der großen Erwartung, eine andere Welt aufzuspüren, die genauso wie unsere Erde ist. Nach neuen Planeten zu fahnden ist schwer. Seit 1990 steht Astronomen das Weltraumteleskop Hubble zur Verfügung. Das Superfernrohr liefert über Lichtjahre von Entfernungen hinweg gestochen scharfe Bilder, da im All die störende Lufthülle der Erde fehlt. Im Visier Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem, aufgenommen durch das Kameraauge von Hubble. Die Auflösung der Bilder ist so hoch, dass die ausgeprägte farbige Zeichnung des bunten Planeten deutlich zu erkennen ist. Jedoch selbst Hubble kann den erst 1930 entdeckten Planeten Pluto nicht schärfer zeigen. Er sendet nur einen unscharfen Lichtpunkt. Bislang konnte kein Fernrohr einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems direkt aufspüren. Wandersterne geben kein eigenes Licht ab. Der von ihnen reflektierte Schein ist so schwach, dass auch die mächtigsten Teleskope ihn nicht empfangen. Die Suche nach den unsichtbaren Phantomen des Universums gleicht der Jagd nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Professor Gordon Walker von der Universität von British Columbia machte sich vor 20 Jahren an die Arbeit. Der Forscher konzentrierte sich auf geringe Schwankungen in der Bewegung bekannter Fixsterne, um einen Trabanten nachweisen zu können. In unserem Sonnensystem umkreisen 9 unterschiedliche Planeten den lebensspendenden zentralen Stern. Doch die Anziehungskraft der Planeten bewegt die Sonne auf ihrer Bahn. Jupiter, als der größte Sonnentrabant, bewirkt die stärksten Schwankungen des Zentralgestirns. Der Riesenplanet braucht 12 Jahre, um die Sonne einmal zu umrunden. Das bedeutet, einmal in 12 Jahren schwankt sie merklich auf ihrem Kurs durchs All. Gordon Walker suchte folglich nach einem Stern, der, wie unser Zentralgestirn, alle 12 Jahre Bewegungsabweichungen zeigt. Damit hoffte er, ein Sonnensystem nachzuweisen, das dem unseren ähnlich ist. '80 beginnen Gordon Walker und seine Mitarbeiter mit ihren Beobachtungen auf dem 4200 Meter hohen Berggipfel des Mauna Kea. Die Forscher wählen 21 Fixsterne aus. Bedingung ist, sie sollen nicht zu weit von der Erde entfernt und in ihrer Größe sowie der Oberflächenbeschaffenheit der Sonne vergleichbar sein. 12 Jahre lang beobachten die Wissenschaftler jeden der 21 Kandidaten genau. Jede Nacht verfolgen sie die Bewegung der Sterne.
Mit dem Keck-Teleskop steht ihnen auf dem Mauna Kea eines der modernsten Observatorien der Welt zur Verfügung. Doch das Ergebnis ist niederschmetternd. Keine der 21 Sonnen zeigt die erwarteten Bewegungsmuster. Gordon Walkers Suche nach einem Planetensystem, das unserem ähnlich ist, war ein Fehlschlag. Ich bin Optimist und dachte, wir würden viele Jupiter entdecken. Wir brauchten nichts weiter zu tun, als zu warten und zusehen. Wir fanden keinen Hinweis auf die Existenz eines Planeten mit der Masse und der Umlaufbahn des Jupiter. Das erstaunte mich. Und mir wurde klar, dass solche Planeten vielleicht gar nicht existieren. Doch kurze Zeit, nachdem der Professor seine Planetenjagd aufgab, alarmiert eine unerwartete Entdeckung die Fachwelt. Der Astronom Dr. Michel Major arbeitet an der Universität Genf. Auch er ist auf der Suche nach Planeten, die im Zeitraum von 10 bis 20 Jahren Bewegungsauffälligkeiten zeigen. Der Spezialist leitet eine Langzeitbeobachtung von 142 Fixsternen. Die meisten von ihnen ziehen gleichmäßig ihre Bahn. Doch bei einem von ihnen bemerkt er eine auffällig flackernde Strahlung. 51 Pegasi befindet sich 50 Lichtjahre von der Erde entfernt. Größe und Oberflächenbeschaffenheit des auffälligen Sterns sind ähnlich wie die unserer Sonne. Die Auswertung der Beobachtungsdaten zur Flugbahn des Sonderlings offenbaren eine erstaunliche Tatsache. Auf der oberen Hälfte der Grafik ist die Bewegung des Himmelskörpers vom Betrachter weg dargestellt. Die untere Hälfte zeigt seine Bewegung auf ihn zu. 51 Pegasi pulsiert periodisch. Die Ergebnisanalyse belegt eine Periodenlänge von 4,2 Tagen. Wenn die Berechnung stimmt, dann wird dieser Stern in 4,2 Tagen von einem mächtigen Planeten umkreist. Er muss groß genug sein, um eine solche Ablenkung zu erzeugen. Ein riesiger Wandelstern, der seine Sonne so dicht und in so kurzer Zeit umrundet, ist in unserem Sonnensystem völlig unbekannt. Dr. Michel Major sieht sich vor einem Rätsel. Lange vermag er es kaum zu glauben, dass ein Planet in der Lage ist, diese ungewöhnliche Umlaufbahn einzuhalten. Wenn man diese Abweichungen sieht, geht einem als erstes durch den Kopf, dass die Messgeräte sehr neu sind und man fragt sich, ob der Effekt nicht darauf zurückzuführen ist. Also am Anfang gab es wirklich keinen Jubel. Oh, da haben wir einen neuen Planeten entdeckt. Als wir die Geschwindigkeitsschwankungen gemessen hatten, dachten wir vielmehr, die Geräte sind kaputt. Dr. Michel Major und sein Team verfolgen den Stern ein weiteres Jahr. Doch so oft die Wissenschaftler auch die Messungen wiederholen, 51 Pegasi zeigt einen stetigen Schwankungsrhythmus von 4,2 Tagen. Im Oktober 1995 geht der Forscher an die Öffentlichkeit. Er stellt der Fachwelt seine Daten zur Verfügung und verkündet die Entdeckung des neuen Planeten. Wir mussten uns erst ganz sicher sein, bevor wir diesen Schritt wagen konnten. Das war eigentlich noch ungewöhnlicher als die Entdeckung selbst. Denn alle Fachkollegen warteten ja auf die Entdeckung Jupiter großer Planeten und waren sich einig, dass sie existierten. Doch sie erwarteten lange Perioden, also Perioden von 10 bis 20 Jahren. Und dann kamen wir mit unserem Planeten an, riesig wie Jupiter, der in nur 4,2 Tagen um einen Stern kreist. Die Entdeckung des ungewöhnlichen Planeten außerhalb der Grenzen unseres Sonnensystems wirkt auf die Astrophysiker der ganzen Welt buchstäblich wie ein Schock. Die Amerikaner Geoff Marcy und Paul Butler sind damals die schärfsten Konkurrenten des Schweizers Michel Major auf der Jagd nach dem ersten extrasolaren Planeten.
Sie nehmen 51 Pegasi sofort 4 Tage lang ins Visier, um zu prüfen, ob die veröffentlichten Daten stimmen. Ihre Ergebnisse bestätigen die Messungen des Entdeckers. Der schnelle Riesenplanet existiert wirklich. Die Sensation ist perfekt. Die Rechner waren damals noch sehr langsam. Es dauerte entsprechend noch sehr lange, die Daten zu bearbeiten und die Geschwindigkeit zu ermitteln. In der entscheidenden 4. Nacht gingen wir also schlafen und kamen morgens wieder. Als die letzten Daten eingingen, war klar, dass die Behauptung stimmte. Der 4-Tage-Planet existierte. Wir waren verblüfft und erstaunt. Die spektakuläre Entdeckung des Planeten mit extrem kurzer Umlaufzeit außerhalb unseres Sonnensystems schlägt eine neue Seite im Geschichtsbuch der Planetensuche auf. Wissenschaftler erwarten, bald weitere Wandelsterne der gleichen Art zu finden, die in ähnlich kurzen Bahnen um ihren Stern kreisen. Das Team von Geoff Marcy und Paul Butler konzentriert sich gezielt auf das Finden kurzzyklisch pulsierender Sonnen. Das sieht wirklich merkwürdig aus. Ja, sieht nach einem kurzen Zyklus aus. Die beiden Forscher nehmen sich erneut den gesamten Datenbestand ihrer früheren Messungen vor. Dabei stoßen sie nacheinander auf eine Reihe neuer extrasolarer Sterne, die von riesigen Planeten begleitet werden. Tau Bootes, Upsilon Andromeda und viele weitere werden gefunden. Sie alle sind Planeten mit kurzen Umlaufzeiten. Zunächst fällt es schwer, ein genaues Bild von den gewaltigen Himmelskörpern zu gewinnen, die ihren Stern so rasch umrunden können. Dr. Geoff Marcy sendet daher die Daten der von seinem Team entdeckten Kandidaten an einen Kollegen. Der Astrophysiker forscht und lehrt an der Tennessee State University in Nordamerika. Dr. Greg Henry wertet geringste Helligkeitsunterschiede eines Fixsterns aus, um auf die Beschaffenheit seines Trabanten zu schließen. Doch wie ist das möglich? Bilder aus der Kamera eines Beobachtungssatelliten aus dem Jahr 1999. Ein kleiner dunkler Punkt bewegt sich von links nach rechts vor der leuchtend roten Sonnenscheibe. Es ist der Planet Mars. Wenn sich ein Wandelstern an seinem Zentralgestirn vorbeibewegt, verdunkelt er kurzfristig für das Auge des Betrachters das Licht des Sterns. Kleinste Helligkeitsschwankungen verraten Wissenschaftlern viel über die Größe und weitere Eigenschaften des Wandelsterns. Greg Henry verwendet ein Spezialteleskop. Mit dem Gerät kann er Lichtschwankungen der Gestirne bis zu 0,1% messen. Zunächst misst er die Strahlung aller Sterne mit unbekannten Trabanten. Die Daten dazu hat ihm Dr. Marcys Team übermittelt. Der Forscher nimmt sich Zeit. Es dauert 4 Jahre, bis er einen Mutterstern entdeckt, dessen Helligkeit sich geringfügig verändert. Die extraorbitale Sonne in der Nähe des Pegasus erhält die Bezeichnung HD 209458. Die grafische Darstellung der Beobachtungsdaten zeigt, dass der Vorbeiflug des unbekannten Planeten die Lichtintensität des Muttersterns für die Dauer von 3 Stunden um 1,6% herabsetzt. Greg Henry gelang es, genau den Zeitabschnitt zu dokumentieren, in dem der unsichtbare Himmelskörper die hellstrahlende Scheibe überfliegt. Nach und nach enthüllen die Daten Informationen über Aussehen und Gestalt des Planeten. Wir fanden heraus, dass der Trabant der Sonne HD 209458 den 3,6-fachen Radius von Jupiter besitzt und folglich ungefähr 60% größer ist als er. Auch seine Masse ist 60% größer. Es handelt sich also um keinen sehr dichten Planeten.
Daraus können wir sicher ableiten, dass er keinen Felskern besitzt wie die Erde oder der Mars, sondern ein riesiger Gasplanet wie Jupiter und Saturn ist. Seit Jahrzehnten versucht man, die Existenz dieser Transitplaneten nachzuweisen. Es ist spannend. Zum ersten Mal erfahren wir etwas über die physikalische Beschaffenheit extrasolarer Planeten. Ein Gasriese, der seine Sonne in rasender Geschwindigkeit umrundet. Was für eine Welt könnten wir dort erwarten? Dr. Dimitar Sasselov arbeitet am Harvard-Smithsonian-Zentrum für Astrophysik an einer Simulation der Existenzbedingungen auf dem neu entdeckten Planeten. Der Trabant umkreist seinen Stern in 3,5 Tagen auf einer sehr engen Umlaufbahn. Aufgrund der hohen Anziehungskraft des Zentralgestirns ist die Orientierung des Planeten fest. Er wendet seiner Sonne also stets die gleiche Seite seiner Oberfläche zu. Die Temperatur dort gleicht einem Höllenfeuer mit 1200 Grad Celsius. Gase umhüllen den Wandelstern. Die extreme Hitze spaltet sie zum großen Teil in Wasserstoff. Darin bricht sich Sonnenlicht und lässt den gewaltigen Planeten in blauen Dunst erscheinen. Dort, wo der Abstand am geringsten ist, werden große Mengen Wasserstoff mit extremer Geschwindigkeit von 1800 Metern pro Sekunde freigesetzt. Gaswolken erzeugen Streifenmuster. Sie bedecken die gesamte Oberfläche des Trabanten. In einigen Regionen bilden sich gigantische Wirbelzonen mit Durchmessern, die 6-mal größer als die Erde sein können. Was für uns zunächst ungewöhnlich ist, sind die extrem hohen Temperaturen in der Atmosphäre dort. In unserem Sonnensystem existiert so etwas nicht. Wir haben damit keinerlei Erfahrung und haben so eine Atmosphäre auf Planeten auch noch nie simuliert. Sehen Sie, viele Wolkenarten, die wir von der Erde und den Wandelsternen unseres Sonnensystems kennen, können sich dort nicht bilden. Dafür enthält die Atmosphäre sehr viel molekularen Wasserstoff und andere Moleküle, die das Licht reflektieren und den Planeten blau färben. Oberflächentemperatur 1200 Grad Celsius, Windgeschwindigkeiten von 1800 Metern pro Sekunde. Eine brutale Welt, die mit atemberaubendem Tempo um ihr Zentralgestirn herumwirbelt. Diese Art Planet, die so in unserem Sonnensystem nicht existieren könnte, bezeichnen Astronomen als heiße Jupiter. Im Keck-Observatorium, hoch über dem Pazifik, machten Wissenschaftler in den letzten Jahren weitere wichtige Schritte auf dem Weg zu einem neuen Sternenatlas des Universums. So entdeckte das Team um Dr. Geoff Marcy und Paul Butler einen taumelnden Stern, der völlig anders ist als der heiße Jupiter. Eine ferne Sonne. Sie trägt die Bezeichnung HD 222582 und befindet sich im exorbitalen Weltall zwischen den Sternbildern von Fisch und Wassermann. Die Grafik, die das Pulsieren des Sterns abbildet, zeigt keinen einfachen Verlauf, sondern sie beschreibt eine komplizierte Flugroute. Aus den Daten errechnen Forscher die Bahn des Trabanten. Sie nimmt einen ungewöhnlichen Verlauf, die nicht mit der in unserem System üblichen Konstellation zu erklären ist. Die meisten Planeten unseres Zentralgestirns bewegen sich auf einer kreisförmigen Route. Dieser Planet weist jedoch eine elliptische Umlaufbahn auf. Am dichtesten Punkt tritt er in die Bahn des Merkur ein und erreicht die größte Entfernung vom Zentrum weit jenseits des Mars. In unserem geordneten Sonnensystem existiert kein Wandelstern mit einem vergleichbaren, exzentrischen Verhalten. Die meisten inzwischen aufgespürten fernen Planeten sind heiße Jupiter oder taumelnde Sterne.
Bevor wir im Oktober 1995 die ersten extrasolaren Planeten entdeckten, waren fast alle Theoretiker überzeugt, dass alle, oder doch die meisten, genauso sind wie die Planeten unseres eigenen Sonnensystems. Also, dass im Inneren felsige Planeten wie die Erde existieren und weiter außen Gasriesen wie Jupiter und Saturn. Auch, dass sich alle auf kreisförmigen Umlaufbahnen bewegen. Sie gingen davon aus, dass unser Sonnensystem typisch ist. Die Entdeckung von 51 Pegasi war schon ein großer Schock. Wahrscheinlich sind Planetensysteme wie das unsere eher selten. Doch warum sind die neu entdeckten Sterne so anders als die Heimat der Menschen im Universum? Im Zentrum des Orionnebels ist der Trapezsternhaufen, ein Ort im Universum, den Experten als Wiege vieler Sterne bezeichnen. Seine Nähe zur Erde bietet Forschern buchstäblich die Chance, bei der Geburt neuer Himmelskörper dabei zu sein und Einblick in die Kinderstube des Weltalls zu gewinnen. Ein neuer Stern erscheint in rotem Licht. Er ist in eine schwarze Scheibe eingebettet. Sie besteht aus verdichtetem Staub und Gasnebel. Wissenschaftler interessieren sich für das Mischungsverhältnis zwischen den unterschiedlichen Arten von Materie. Sie vermuten, in den schwarzen Scheiben liegt der Schlüssel zur Geburt neuer Sterne. Beobachtungen unterschiedlicher Scheiben ergaben, dass die Mengen nicht konstant sind, sondern stark variieren. Dr. Shigeru Iida arbeitet an der Universität von Tokio. Er geht davon aus, dass die Mischung der vorhandenen Staub- und Gasmenge Größe wie auch Anzahl der Planeten festlegt, die aus der Scheibe entstehen. Mit einer Computersimulation prüft er, wie und welche Planeten aus unterschiedlichen Mengen Gas und Staub entstehen können. Zunächst lautet die Frage, was genau geschieht, wenn große Mengen Staub und Gas vorhanden sind? Der Staubnebel verdichtet sich und Sterne beginnen zu wachsen. Endlich entstehen aus dem Nebel eine Anzahl von riesigen Planeten. Doch was geschieht mit den Riesen, wenn, wie in diesem Fall, die Menge der mächtigen Sterne zu groß wird? In unserem Sonnensystem sind Jupiter und Saturn die einzigen Riesenplaneten. Die Simulation zeigt, wie sie sich verhalten würden, wenn ein dritter Gigant in der Konstellation ihre Umlaufbahn beeinflusst. Zunächst bewegen sich die drei großen Wandelsterne gleichmäßig auf stabilen, kreisförmigen Umlaufbahnen. Mit der Zeit beginnen die starken Gravitationskräfte, sich untereinander auszuwirken, und die Flugbahnen werden instabil. Der äußere Planet ist in der Farbe lila dargestellt. Seine Umlaufbahn hat sich stark nach rechts verschoben und wird exzentrisch. Auch die beiden inneren Planeten, gelb und orange dargestellt, verlassen immer mehr die kreisförmige Bahn. Sie beginnen zu schwanken. Plötzlich geschieht etwas mit dem gelben Wandelstern. Er läuft völlig aus dem Ruder, wird aus dem System herausgeschleudert und ist für immer verloren. In der Konstellation bleiben nur noch zwei Riesenplaneten mit exzentrischen Umlaufbahnen zurück. Dr. Shigeru Iida ist überzeugt, dass die Entwicklung der taumelnden Planeten außerhalb unseres Sonnensystems genau den simulierten Abläufen entspricht. Was würde geschehen, wenn in einem solchen System ein erdähnlicher Trabant existierte? Welchen Einfluss hätte das Sternendrama in seiner Nähe auf ihn? Die Umlaufbahn des erdähnlichen Planeten erscheint in der Farbe blau. Innerhalb des Systems ist die Umlaufbahn des orangenen Trabanten so instabil, dass er sich dem erdähnlichen Nachbarn stark annähert. Wahrscheinliche Folge? Die Bahn des blauen Planeten wird durch die starken Gravitationskräfte, die an ihm zerren, maßgeblich gestört und verändert. Am Ende stürzt der erdähnliche Trabant auf die Oberfläche seines zentralen Sonnensterns und vergeht.
Ein kosmisches Drama, das sich so durchaus im Weltall abgespielt haben könnte. Alles hängt davon ab, ob die Umlaufbahn des Gasriesen stabil verläuft. Existieren zwei Gasriesen oder auch nur einer, bleiben die Bahnen stabil. Und auch ein erdähnlicher Planet kann seine Bahn ungestört verfolgen. Erst ein dritter Riese macht die Konstellation instabil. Das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Unterschied. In unserem Sonnensystem haben wir zwei Gasriesen. Das ist die Obergrenze. Denn wäre da noch ein dritter, gäbe es die Erde heute wahrscheinlich nicht mehr. Was geschieht aber, wenn in dem gedachten Modell die vorhandene Gasmenge nur gering ist? Könnte dann Planeten wie der Erde eine kosmische Katastrophe erspart bleiben? Die Simulation zeigt, es entstehen nur kleinere Planeten. Bei schwarzen Scheiben mit geringerer Dichte entstehen in der Sternenkonstellation keine Gasriesen. Unter diesen Bedingungen könnten sich erdähnliche Planeten bilden und ungestört existieren. Ist die Menge von Gas und Staub gering, entstehen nur kleine Wandelsterne. Sie bewegen sich auf soliden Kreisbahnen und werden kaum abgelenkt, da sie nur geringen Gravitationskräften ihrer Nachbarn ausgesetzt sind. Unter vergleichbaren Bedingungen könnte sich folglich ein Planet wie die Erde entwickeln. Dennoch gehen Forscher dabei nicht von der Existenz hochstehender Lebensformen aus. Dr. George Wetherill von der Carnegie Institution vermutet, dass große Wandelsterne wie Jupiter für die Stabilität eines Planetensystems die entscheidende Rolle spielen. Der Astrophysiker ist überzeugt, auf der Erde existiert allein deshalb so viel Leben, weil Jupiter uns in der äußeren Umlaufbahn schützt. Denn Einschläge von Asteroiden und Kometen können für einen Planeten katastrophale Auswirkungen haben. Die Entwicklung des Lebens ändert dadurch möglicherweise ihre Richtung. Manchmal gerät sie sogar in tödliche Gefahr. Viele Himmelskörper, die die Erde bedrohen, kommen aus entlegenen Bereichen unseres Sonnensystems, nämlich dem Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars. Aus ungeklärtem Grund verlassen manche der kleineren Flugkörper ihre Bahn, scheren aus dem Strom Millionen anderer aus und jagen in Richtung Sonne. Doch ein mächtiger Wächter, der Planet Jupiter, versperrt ihnen den Weg. Die gewaltige Anziehungskraft Jupiters bewirkt, dass einige der Weltraumterroristen auf seiner Oberfläche einschlagen. Andere ändern ihre Bahn erneut und verschwinden im Weltraum. Ohne den Riesenplaneten Jupiter würden sich noch mehr Meteoriten und Kometen zur Sonne hin bewegen und viele davon auf ihrer Bahn der Erde gefährlich nahe kommen. Ein spektakuläres Himmelsdrama, das die Schutzfunktion Jupiters eindrucksvoll demonstriert, ereignet sich buchstäblich unter den Augen der Forscher im Jahr 1994. Der Komet Shoemaker-Levy 9 erreicht auf seiner Bahn das Gravitationsfeld des Jupiter. Er ändert seinen Kurs und zerbricht im Anflug auf den Gasriesen in mehr als 20 Teile, die auf der Oberfläche des farbigen Wandelsterns einschlagen. Nie zuvor gelangen vergleichbare Aufnahmen von einer Kollision im All. In unserem Sonnensystem umkreisen die Erde sowie drei weitere kleinere Wandelsterne die Sonne im inneren Bereich nahe der Sonne. Zwei riesige Gasplaneten, Jupiter und Saturn, beschreiben weite Umlaufbahnen in größerer Entfernung. Die gewaltigen Trabanten im äußeren Bereich erfüllen tatsächlich die Funktion wirksamer Schutzschilde. Sie ziehen Himmelsvagabunden auf sich, die auf dem Weg zur Sonne sind, und verhindern, dass sie die Erde und die anderen kleinen Planeten bombardieren. Mit einer Computersimulation will Dr. George Wetherill herausfinden, wie sich die Zahl möglicher Einschläge auf die Erde ohne die schützenden Riesen verändern würde. Seinen bisherigen Ergebnissen nach könnte sich die Gefahr verheerender Kollisionen für die Erde um das Tausendfache erhöhen.
Der Sternforscher vermutet, dass der blaue Planet unter ständigem Geschosshagel aus dem All eine völlig andere Entwicklung genommen hätte. In der Vergangenheit beeinflussten Kollisionen mit Asteroiden und Kometen mehrfach das Leben auf der Erde. Katastrophen durch Einschläge aus dem All würden im Schnitt nicht mehr alle 60 Millionen Jahre erfolgen, sondern alle 60.000. Selbst wenn es unter diesen Bedingungen Leben auf der Erde gäbe, kann ich mir kaum vorstellen, dass es intelligentes, menschliches Leben ist. Wenn alle 60.000 Jahre ein Einschlag ins Haus stünde, könnten auf der Erde nur mikroskopisch kleine Lebensformen existieren oder Lebewesen, die von einer solchen Umwelt profitieren könnten. In unserem Sonnensystem fängt Jupiter die Bedrohung für die Erde und ihre Nachbarn in der Konstellation auf. Sie können ruhig kreisen. Dank des mächtigen Schutzschildes konnte Leben auf der Erde entstehen und sich in Millionen Jahren Evolution fortentwickeln. Möglich also, dass die Gegenwart des gigantischen Gasriesen Jupiter im äußeren Orbit den blauen Planeten zu einem seltenen Ort im Universum werden ließ. Vielleicht wurde die Erde als Folge glücklicher Umstände zur Heimat für fast 30 Millionen Arten von unterschiedlichen Lebewesen. Unser Sonnensystem wurde vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren geboren. Es entstand aus einer Ansammlung von Gas und Staub, die sich in einem entlegenen Winkel des Universums gebildet hatte. Im Zentrum begann die Sonne zu strahlen und um sie herum bildeten sich die kleinen, felsigen Planeten Merkur, Venus, Mars und Erde. Weiter entfernt formten sich große Mengen Staubkörner zu Flocken und verschmolzen, begleitet von heftigen Kollisionen, zu immer größeren Materiebrocken. So entstanden die Planetenriesen Jupiter und Saturn. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Planetenkonstellation der Sonne mit ihren typischen kreisförmigen Umlaufbahnen abgeschlossen war, als kein Gas mehr existierte, das absorbiert werden konnte. Doch die gewaltigen Wandelsterne tragen weiterhin zur außerordentlichen Situation des Systems bei, indem sie mit ihrem Magnetfeld viele Störungen abfangen und so lange Phasen ruhiger Entwicklung für Leben auf der Erde ermöglichen. Noch ist ungewiss, was bewirkte, dass der Gasvorrat genau zum richtigen Zeitpunkt aufgebraucht war, als das Sonnensystem vollendet war. Doch ein aktuelles astronomisches Phänomen könnte den Forschern einen Hinweis geben. Erneut enthüllt der Orionnebel ein Geheimnis. In der Nähe des Sterns Theta 1 Ceori befindet sich eine dichte Menge an Staub und Gas. Beim Blick durch ein hochauflösendes Teleskop ist zu erkennen, dass sich Gasfahnen zur äußeren Seite des Sterns hin erstrecken. Intensive ultraviolette Strahlung bläst das Gas von dem zentralen Materiehaufen fort. Dr. Pavel Artimowitsch von der Universität in Stockholm nimmt an, dass vor 4,5 Milliarden Jahren in unserem Sonnensystem zufällig ein ähnliches Phänomen auftrat. In unserem Sonnensystem war die Scheibe, die Materie enthielt, fort, bevor Jupiter über seine heutige Masse hinaus zu groß werden konnte. Er wäre sonst auf die Sonne zugesteuert oder hätte eine stark elliptische Bahn eingeschlagen und wäre dadurch instabil geworden. Es war genau das richtige Timing. Wir haben Glück, dass Jupiter nicht abgewandert ist. Wir sollten in unseren Theorien also nicht davon ausgehen, dass in jedem System erdähnliche Planeten existieren. Die könnten durch Riesenplaneten zerstört sein.
Von der Materie, aus der unser Sonnensystem entstand, war tatsächlich genau die richtige Menge in genau dem richtigen Verhältnis vorhanden. Und sie war genau im richtigen Moment aufgebraucht. Deshalb konnten sich das Leben und die Menschen entwickeln. Unser Sonnensystem ist das Ergebnis eines unwahrscheinlichen Glücksfalls. Auf der Suche nach Sternenkonstellationen im All, die der unserer Sonne ähnlich sind, entdeckten Forscher, wie wichtig Jupiter als ein gewaltiges Schutzschild im äußeren Orbit unseres Sonnensystems ist. Irgendwo im Universum könnte es einen anderen Planeten des Lebens wie die Erde geben. Genau wie sie verdankte auch er seine Existenz einer Folge glücklicher Umstände. Sollten Wissenschaftler einen derartigen Planeten finden, müsste es in einer äußeren Umlaufbahn seines Sonnensystems auch einen Jupiter geben. Könnte die Forscher also vielleicht zu einer anderen Erde führen. Sternenjäger fahnden verstärkt nach den schwer aufzuspürenden Gasriesen, die ihnen bisher so lange entgangen sind. Das Team von Dr. Geoff Marcy und Paul Butler konnte bereits einige mögliche Kandidaten aufspüren. Doch die Erforschung der lichtschwachen Riesen ist zeitraubend und erfordert viel Geduld. Die Grafik zeigt einen Teil der Daten für einen Planeten, dem die Astrophysiker seit 3,5 Jahren auf der Spur sind. 9 weitere Jahre Beobachtung könnten vielleicht beweisen, dass ein extrasolarer Wandelstern, ähnlich dem Jupiter, mit einem Umlaufzyklus von 12 Jahren existiert. So wie in unserem System. Das könnte die Forscher auch zu einer anderen Erde führen. Wir werden die Entdeckung erdähnlicher Planeten noch erleben. Doch das erfordert noch viel mehr Geduld als die Entdeckung dieser Jupiter. Sterne wie die Sonne sind nicht ungewöhnlich. Doch wie viele von ihnen haben Trabanten, die der Erde gleichen? Das ist die Frage, die uns am meisten interessiert. Nach allem, was wir bisher wissen, können es nicht mehr als 5% sein. Ich glaube nicht, dass es auf 0% hinausläuft, vielleicht nahe dran. Doch man muss sich vorstellen, dass es in der Milchstraße mehr als 200 Milliarden Sterne gibt. Selbst wenn davon nur einer aus einer Million einen Trabanten wie die Erde hätte, bei so geringen Chancen, angesichts der riesigen Sternenmenge existieren tausende mögliche Orte, an denen wir einen erdähnlichen Planeten finden können. Mit neuen Hightech-Geräten und der Vernetzung der vorhandenen Beobachtungsgeräte wächst die Flut an Informationen. Für die Experten eine goldene Zeit. Das japanische Subaru-Teleskop auf dem Gipfel des Mauna Kea auf Hawaii ist mit 8,2 Metern das größte Einspiegelteleskop der Welt. Sternenjäger entdecken mit Hilfe des modernen Himmelsspions immer mehr große Gasplaneten, die bisher verborgen waren, weil entweder ihr Schein zu schwach ist oder weil sie zu weit entfernt sind. Vor kurzem gelang es dem Subaru-Team, ein einzigartiges Bild des GG Tauri einzufangen. Die Aufnahme zeigt genau den Ort, an dem das Staub-Gas-Gemisch möglicherweise verdichtet genug ist, um Planeten zu bilden. Deutlich wie selten zuvor ist die Verteilung von Staub und Gas in der Nebelzone zu erkennen. Im gelben Bereich besteht eine hohe Konzentration von Materie. Im blauen Bereich verteilen sich Gas und Staub. Die Konzentration ist geringer. Und im Hintergrund leuchtet tiefblau das Universum.
Bei noch besserer Auflösung steigen die Aussichten, Ort und Augenblick genau zu erfassen, an dem die Zusammenballung zur Verschmelzung führt und